das von unserem Kunden, einem führenden Pflanzenölproduzenten in der Region Kiew, durchgeführte Projekt zur umfassenden Granulierung von Sonnenblumenschalen ist ein Beispiel für einen innovativen Ansatz in der Branche. Dieser Kunde verarbeitet monatlich über 6000 Tonnen Sonnenblumenkerne, 5000 Tonnen Sojabohnen und 3000 Tonnen Raps. Dieses ehrgeizige Projekt wurde von der IC-Unternehmensgruppe umgesetzt, die erfolgreich ein Granulationssystem für Sonnenblumenschalen mit einer Kapazität von 15 Tonnen pro Stunde entwickelt hat. Die einzigartige vertikale Anordnung der Geräte ermöglichte ein kompaktes Design und eine perfekte Integration in die Struktur des neuen Gebäudes des Kunden. Der Prozess beginnt mit der Sammlung von Abfällen, die bei der Ölproduktion und Extraktion anfallen Sonnenblumenschalen und in einem Bunker gesammelt werden. Anschließend werden sie in eine Hammermühle überführt, wo sie auf die gewünschte Fraktion zerkleinert werden. Dank des pneumatischen Transportsystems wird das Material durch einen Zyklon und Filter zum Lagerbunker geleitet. Das Rohmaterial aus dem Bunker wird anschließend in einer Pelletmühle verarbeitet, wo der Granulationsprozess stattfindet. Das die Presse verlassende Granulat wird in einem speziellen Kühler abgekühlt und erhält dadurch die erforderliche Festigkeit. In einem weiteren Schritt wird das Granulat einer Siebmaschine zugeführt, die hochwertiges Granulat von feinen Partikeln trennt. Das Material, das den Anforderungen nicht entspricht, wird erneut zur Granulierung geschickt, und das Granulat, das den Qualitätskriterien entspricht, gelangt in den Fertigproduktbunker, von wo aus es zur Verpackungslinie und dann zum Fertigproduktlager geschickt wird. Ein Spezialistenteam von Pelletto war für die Montage und Überwachung aller Phasen des Projekts verantwortlich, sowohl in technischer als auch in betrieblicher Hinsicht. Die Granulationslinie von Grantec ist vollständig automatisiert und in das zentrale Anlagenmanagementsystem integriert, was einen synergetischen Betrieb mit der Extraktionsabteilung, dem Lagerbereich und dem Heizraum gewährleistet. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte unter der angegebenen Telefonnummer.